Hallo Leute und herzlich willkommen zu Part 16. Okay, wir machen weiter. Mal sehen, was. Im 15. Part haben wir uns ja ordentlich den Arsch aufreißen lassen in Lorien. Herausforderungsmission. Leute, gut. Wir müssen uns hier umsehen nach den ganzen Sachen. Ihr müsst alles absuchen, damit wir die Nebenquest abschließen können. Oh shit! Wo kommt die Pfeile her? Ey, wieso springt er so cool? Ich weiß ja nicht, was die ganzen Sachen, die wir suchen müssen, aussehen. Ja, die leuchten halt. So schwer ist es nicht, das zu unterscheiden. Wow, was passiert hier? Das sind Urukai. Das ist einer mit den zwei Schwertern, du musst ihn blocken. Block ihn ab und dann stürzt wird er zurück. Wieso laggt denn jetzt alles? Ha, seht ihr, ich habe ihn abgeblockt. Ich kann so nicht spielen! Wieso laggt das jetzt wie die Hölle? Meine Fresse! Frisst das, du dämlicher Uruk! Ach Mann. Das war sein Kopf. Ach genau. Eine Sekunde. Bleibt mal kurz so. So, weiter geht's. Entschuldigt die kurze Verzögerung. Ich hoffe, es sieht jetzt besser aus hier. Okay, was? Oh Gott, hör auf hier rumzuschreien! Mein Gott! Simon, was hast du entdeckt? Ja. Ich weiß noch, dass es hier ein Geheimnis gibt, das man relativ leicht übersehen, aber auch gleichzeitig leicht erreichen kann. Ja, du musst über die Brücke. Gut, okay. Aber ansonsten, ja. Oh, hey, wartet auf mich. War jetzt schon gelb. Ja, der Stunkampf reicht da manchmal auch. Was hat das jetzt Schlag? Ja, was, wieso lebt der wieder? Armbrustschütze! Und wow, was für ein toller Schuss. Ich hab gerade mal 500 Schaden gemacht. Wow, das soll... Die, Bitch! Au! Wie kann der denn schießen? Der hat nicht mal auf mich gezielt, aber trifft mich trotzdem. Oh wow, dieser Damage ist echt nice. 700 pro Schlag ungefähr. Hey! Das war sein... Der Kopf gehörte mir! Aber der gehört mir. Schön! Yeah. Hier geht's lang zu dem zu den Geheimnissen. Zu den Items. Folgt mir, meine Freunde! Jo. Mein Gott, was ist denn das für ein Gelecke? Irgendwas stimmt nicht. Wo bleibt Leon da unten? Na, der ist im Inventar, er wird schon finden, hoffe ich. Oh shit, hier gibt's Kampf. Warte auf Leon. Leon, beeil dich. Ja, ja, bin da. Wo seid ihr? Simon, warte doch. Der ist schon tot. Oh. Ja, weil du... Oh Gott, der ist schon tot. Du bist so nett. Klaut hier einfach die Erfahrungspunkte und sagt dann, ja, das waren alle Gegner. Nope. Oh, die nächsten Orks. Boom, meiner. Oder auch nicht, keine Ahnung. Was ist das hier eigentlich? Das ist nichts, das kannst nur du einsammeln, Simon. Goldene Truhe, Hochpassbeil und eine Hose. Die Hose ist scheiße. Und das Beil, das Beil ist ebenfalls scheiße, aber es hat tiefe Wundenschaden. Das ist eigentlich ganz gut. Nee, nicht gut genug. Hab nichts Gutes gefunden. Ich auch nicht. Simon, wie lange geht's eigentlich noch, bis du endlich beidhändigen Kampf hast? Das dauert wirklich, wirklich noch eine Weile. Brauche ich noch 4-5 Level oder so. Oh, okay. Leon, warum schreist du da hinten schon wieder so in der Gegend rum? Ich hab meinen Skill ausprobiert. Oh, ich habe ja gerade gesehen, ich habe ja ein Level abgekriegt. Das muss ich jetzt erstmal benutzen. Ups. Upsi, upsi. Ich geh auch schon mal weiter. Oh oh. Da ist eine Höhle, das gefällt mir nicht. Na gut, ich bin wohl der Einzige, der hier noch spielt. Hey, was mich immer genervt hat, waren, dass die Abklingzeiten so unterschiedlich waren. Jetzt habe ich meine Abklingzeitverringerung. Nur, Maro, du zählst da halt ganz allein da oben. Ich schleiche ein bisschen, also ich meine, ich habe... ich habe Abwehrmodus drin, aber... Oh ja, ich glaube, da darf ich noch nicht hin. Verdammt, was ist los? Geh mal lieber zuerst in die Höhle hier rein. Ja, das denke ich auch. Ah, jetzt seid ihr endlich da. Ey, ich hab ein Fass. Aua! Und leider. Warum sagt das jetzt schon wieder Finalos Schlag, wenn wir gleichzeitig von Armbrustbolzen abgeknallt werden? Versteh das nicht. Ey, Leute, die Truhe hatte gerade einen Pfeil auf sich. Ein Beil der Bergmenschen. Ein großer Feder. Oh, das ist ein Secret für mich. Gold. Jawohl, endlich. Eine Goldader. Ich will was klauen, ich will auch Gold. Mist. Vor mir, Dämonen.
Okay, Leon kriegt jetzt noch mehr Gold, als er eh schon hat. Einsammeln. Ich hab gerade einen erledigt, der sich hinter uns gesammelt hat. Ich habe eine Mirilot-Blüte gefunden. Leute, ihr müsst genau... Alleine. Ihr müsst genauer gucken, dass ihr die fucking Items findet. Ja, ich hab sie auch gefunden. Ach so. Du musst es sagen, die muss jeder selber einsammeln, wie es scheint. Oh. Leon, komm her. Was, wo? Hier, was, wo wohl? Vielleicht, wo mein Name steht? Wo hast du die erste Mirilot-Brüte gefunden? Hier, wo ich stehe. Das ist also, die erste. Das ist die erste, die ich gefunden habe. Hast du noch eine gefunden oder nicht? Ja. Was ja, ist wo da? Wo denn? Und Leon, wo hast du eine Wand eingeschlagen können? Nirgends, es gab keine. Das war was anderes. Simon, wo hast du was gefunden? Die erste. Hier habe ich eine gefunden. Ah, okay, dann wird es doch selbst gesammelt. Hier waren zwei in der Höhle. Ah. Aber bei mir stand eins von fünf. Ich habe im selben Moment wahrscheinlich die andere aufgesammelt. Ja, hoffen wir das. Ja, jetzt steht 2 von 5 in der Questbeschreibung. Alles gut. Erinnerung. Okay, cool. Ich habe noch ein Item bekommen, aber das ist ebenfalls ziemlich am Müll. Okay, alles durchsucht. Wir müssen ganz genau Ausschau halten, damit wir die Scheißdinger nicht übersehen. Die blinken nämlich irgendwie nicht mal. Es gibt, glaube ich, verdammt gute Belohnungen. Die Quest habe ich nicht mal erfüllt mit dem Trank. Mirovor. Die anderen Dinger leuchten nicht, diese komischen Steine, die man aufsammeln muss. Ja, die haben meistens feindliche Urukai dabei, die wir töten. Oder sind in diesen Fässern drin. Hey. Also nicht allzu schwer zu finden. Ich hab dich gepult! Vorsicht, der ist ein Häuptling, der ist so wie Tarzok, der Boss, den wir vorhin bekämpft haben. Au. Ja, au. Leon ist tot! Er hat den gleichen... Ja. Ah! Ja, ich sag ja, der ist wie Tarzok. Und außerdem hast du keine Ausdauer geskillt. What the fuck? Lern dir einen Dunkelarten kennen! Ausweichen, Leon, ausweichen! Boah, hast du den verlangsamt? Ah, ja, der macht gerade Zeitlupendrehungen. Okay, jetzt ist er wieder normal schnell. Ich hör Leon so im Hintergrund voll leise reden. Man hört ihn nicht mal richtig. Jetzt geht's aufs Maul! Oh, er ist schon tot. Ich mach mich extra unsichtbar und er stirbt. So ein Loser. Okay, ich hab noch einen Ring. Ich hab einen Ring bekommen. Sag mir doch einer was! Da ist einer mit zwei Schwertern, blockt ihn! Nein, du bist gelb! Jetzt stirb! Okay, der ist tot. Heilige Scheiße, die Ver... Wow, der Damage, though. Okay, wow, das sind Orbs, normale Orbs! Was? Ich hab grad nichts zusammengeschlagen, aus Versehen. Ja, macht nix, ich sehe auch aus wie ein Uruk, ne? Ein bisschen, ja, okay. Aber ich. Ich habe entweder Kraftregeneration oder Kraft oder Stärke wieder Rüstung. Ich denke, dass ich das den Kraftbonus. Ah, noch mehr Gegner! Oh, wir haben einen der Elbensteine gefunden. Sehr schön. Ja, der ist plötzlich verschwunden. Toll. Braucht wir jemand. Shit! Den Lagerkisten. Kennen wir jetzt mal in Ruhe lassen! Ihr blöden Mistviecher! Lass den Scheiß jetzt! Da kommen immer neue, ich will doch nur mein Inventar durchschauen und plündern. Einsammeln, ich habe außersehen eine Mirilor-Blüte gefunden. Ach komm. Oh shit. Okay, ich schlag die Luft. Oh, ich bin aufgelevelt. Wuhu! Darf ich jetzt mal endlich meine... Ah, nein, darfst du anscheinend nicht. Wir haben keinen Wählerrahmen! Oh fuck, er hat mich getroffen! Okay, ich mach mich unsichtbar. Haha, ihr könnt alleine kämpfen. Nee, Spaß. Der Troll merkt nicht mal, dass ich ihn verprügel. Stirb, Troll! Oh shit! Ich hab keinen Mana mehr übrig für den Troll. Also im Vergleich zu euch bin ich echt super Mana unhungrig. Vor allem habe ich jetzt noch 6%. Aua! Ah, der hat mich getötet, während ich am Boden lag. Nein, ich lebe noch. Ich lebe noch. Man sieht meinen Lebensbalken nicht, aber ich lebe noch. Oh, der ging voll in die Fresse. Guck mal, er hat einen Pfeil im Auge. Verpiss dich. Er hat gerade einen Stein aus dem Sand rausgeholt. Was soll ich, Scheiße? Das ist Sand. Das ist Schnee.
auch. Abgesehen davon gibt's auch im Sand. Rettet ihn! Rettet ihn! Ja, tötet ihn! Nee, wartet, jetzt bin ich verwirrt. Was haben wir jetzt tun? Wow! Stirb! Org! Org, was? Troll! Oh nein, Simon! Tötet mich! Tötet mich! Tötet mich! Tötet mich! Tötet mich! Ja, ja, ja! Meiner! Nein! Ach man! Geil! Ich hab doch nie einen getötet! Yes, ich bin der Coolste! Leon, du hättest wenigstens neben mir Simon retten können. Nicht Lehrmeisterin. Wenn du schon nichts tust. Ich hab den Troll die ganze Zeit getötet. Ja, aber ich hab ihn mit. Ich hab ihn mit einer Cutscene getötet und du stehst einfach nur in der Gegend rum und guckst zu. Pillerarm! Oder bist du das? Ja. Das sieht man doch an seinen Augen. Ja klar, jeder Riesenadler hat unterschiedliche Augen. Wie viele Riesenadler kennst du denn überhaupt? Ja? Seid gegrüßt, meine Freunde. Ich konnte kaum glauben, was ich von dort oben gesehen habe. Doch Elb, Zwerg und Mensch vereint im Kampf gegen den Feind. So etwas sieht man nicht oft. Ich wusste, das müsstet ihr sein. Ich würde so lachen, wenn Simon jetzt noch da liegt. Oh, schade. Es ist eine seltsame Fügung, dass wir uns so schnell wiedersehen. Ich hätte nicht gedacht, dich hier in den Ettenöden anzutreffen. Ich auch nicht. Es scheint eine seltsame Fügung zu sein, aber eine glückliche. Nichtsdestotrotz. Wie kommt es, dass du hier in den Ettenöden bist? Ich diene meinem Volk als Späher. Wir sind im Krieg mit dem Steinriesen Bargrisar, der uns ohne Grund angegriffen hat. Boah, ich habe 3 Frames pro Sekunde. Nice! Mein Spiel hängt. Leute, ich habe gerade Problem. Ein Steinriese. Steinriesen, ich dachte, solche Kreaturen existierten nur in Kindermärchen. Sie selten jenseits der Täler der höchsten Berge gesehen. Ich habe allerdings nie gehört, dass sie uns gegenüber feindlich gesinnt wären. Selten. Adler und Steinriesen haben die Berggipfel über Generationen ohne Konflikte gemeinsam bewohnt. Aber dieser Riese, Bargrisar, ist anders. Ohne jede Provokation lockte er einige von uns in einen Hinterhalt. Und als sie unaufmerksam waren, streckte er sie mit geschleuderten Felsbrocken nieder. Auch viele unserer Horste zerstörte er. Mitsamt den wehrlosen Jungvögeln, die dort nesteten. Gwai hier brachte all seine Kraft auf, um den Riesen zu bestrafen. Doch er ist uns entflohen. Wir glauben, dass er hierher in die Ettenöden gekommen ist, wo er eine Armee aus Trollen und Orks aufbaut. Bargrisar ist eine Bedrohung für uns alle. Je früher er vernichtet wird, desto sicherer werden wir sein. Warum? Eine Bedrohung der Adler ist eine Bedrohung für uns alle. Lasst uns euch der Jagd nach diesem Riesen anschließen. Eure Hilfe wäre in höchstem Maße willkommen. Gemeinsam könnten wir in der Lage sein, ihn zu schlagen. Mit jeder Stunde, die er lebt, wird sein Gefolge größer. Beeilen wir uns! Also ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber ich hatte gerade einen harten Lag des Todes. Ich hatte kurzzeitig ein Standbild und dann haben plötzlich alle gleichzeitig geredet. Das war sehr dämlich. Ja, weil ich sag was und im selben Moment antwortet Simon schon auf meine Aussage. Und ich so, Okay, Leute, ich muss jetzt erstmal aufleveln, bevor hier irgendwas weitergeht. Ich glaube, okay. Wir haben... Die Adler sind einfach mal die Special Attack von uns und wir drei kleine Knirpse sollen einen Haufen von Adlern helfen. Ah, super. Ja, so stark sind die jetzt auch nicht. Wir sind ziemlich mächtig. Okay, ich würde sagen, wir machen hier aber trotzdem kurz einen Cut, weil ich glaube, es sind schon wieder so 20 Minuten um und wir können kurz einen Cut machen. Bis zum nächsten Part, Leute. Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss.